Hallihallo und herzlich willkommen bei Sengoku oder Son Goku. Oh nein! Bei Ruckel die Ruck Dynasty. Wir müssen erstmal runter zum Wasser, denn unsere Freundin sitzt ja irgendwo. Irgendwo? Wir hatten ihr doch irgendwo was hingebaut. Warte mal, wo ist die Alte denn? Da hinten. Okay, und wir werden einfach mal kleine Schlafplätzchen missbrauchen. Ich will das nicht verschieben. Ich würde mich da gerne schlafen legen. Toll. Ach nein, das kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich... und so. Ja, genau. Kochen, schlafen. Machen wir erstmal schlafen. Yes. Und damit haben wir... unseren ersten Tag. Ansprechen. Warte mal. Ich muss gehen. Ich brauche erstmal was zu knabbern. Sonst, warte mal. Kochen. Ich habe doch hier irgendwie... Ich habe Fleisch? Anscheinend habe ich Fleisch. Ich habe kein Ei, aber ich habe Wurzeln. Mehr herstellen. Machen wir 3. So, und dann Stapel aufteilen, essen. Dann esse ich das Fleisch noch. Oh, das bringt ja gar nicht so viel. Preiselbeeren, die können wir auch essen. Wir mampfen uns mal richtig voll. So, Bambusflasche. Es werden verschiedene Flüssigkeiten mit Arznei aufbewahren können. Das ist schwierig. Ich hätte gern einfach nur... Wir haben Brennholz, Weinbeeren essen. Ich hoffe, die machen uns nicht besoffen. Das wäre nämlich auch nicht so fein. Ach, die Alte grillt ja schon wieder. Ey, ich habe so Schiss, wenn die hier anfängt zu grillen. Das Problem ist, ich würde gerne schlafen. Bis zum nächsten Tag. Danke! Ich muss nochmal spazieren gehen. Denn wir wollen ja diesen Glockenturm erstmal fertig basteln. Aber schön, dass es hier auch regnen kann. Ich finde es generell... Oh, die Landschaft hier ist genial. Also ich... Wie gesagt, wir müssen gleich nochmal was an den Einstellungen regeln. Ich habe mich jetzt instant weitergemacht, weil ich einfach Bock habe. Ich habe richtig Bock, Leute. Also Medieval Dynasty hat mir auch super gefehlt. Aber dieses Setting ja... Nein, meine Axt! Da kann ich einfach nur sagen, Freunde, the thing hier. The thing. Gut. Was brauchte ich nochmal für eine Axt? Ja. Die können wir uns herstellen. Dann, gut. Die Axt und die 1. So macht man das, Freunde. So und nicht anders. Ich muss sagen, ich finde es noch super witzig, wie die hier langrollen. So. Warte mal, ich meine tatsächlich, wir brauchten Holzstämme. Ich sammle die einfach mal ein. Oh, da oben habe ich gerade gesehen, da ist auch ein... Ich muss jetzt erstmal gucken, denn es tut mir leid. Guck mal. Hier ist auch... Mein Gott, mein Handy hat vibriert. Ich habe das doch immer auf leise. Warum? Da ist ein Ding... Aber das hat hier noch nicht so wirklich viel mit dem zu... Es ist einfach nur ein normaler Weg, glaube ich. Sammeln hier schon mal ein paar Steine. Ich wette, die brauchen wir später. Die Leute, wie die hier rumglitschen, darüber müssen wir noch reden. Also da muss ich noch die optimale Anpassung finden. Ach, hier stand das Ding ursprünglich mal. Ja gut, ich habe das jetzt woanders hingesetzt. Naja, egal. Passiert.
Wo habe ich das denn hingesetzt? Ich habe das doch mitten in der Nacht irgendwo hingesetzt. Hier war doch irgendwo ein Sammeln. Das würde ich gerne tun. Nein, das wollte ich nicht. Es geht wieder los, Freunde. Es geht wieder los. Nein. Ah, hier habe ich es hingesetzt. Ja, mitten auf dem Weg. Ich bin ein Held. Freunde, ich bin ein Held. Sprich mit Toshishi. Toshishishishi. Toshishishishishishi. Hallo, Mr. Toshishishishishishi. Der Glockenturm steht wieder. Gut gemacht, bald wird die Glocke wieder läuten. Ganz wie in alten Tagen. Es wird Zeit, ein Haus zu bauen. Nach all der Zeit auf der Flucht. Nachdem ich zusehen musste, wie mein altes Haus von den Kriegern des Fürsten niedergebrannt wurde. Ich beginne mich zu fragen, wie es sich wohl anfühlen wird. Dein Haus niedergebrannt? Das kann ich nachfühlen. Ich erinnere mich genau, wie diese. Ich habe Erinnerungen genau wie diese. Und ich hing ihnen viel zu lange nach. Ich glaube, das tust du noch, aber egal. Etwas Neues aufzubauen ist wichtiger, als sich am Alten festzuklammern. Wenn du Materialien brauchst, kannst du auch die Ruinen hier auseinandernehmen. Okay, danke schön. Werden wir tun. Die stehen sowieso nur im Weg. Aber ich würde gern so ein bisschen außerhalb. Damit ich... Oh, hier hinten liegt schon jemand. Verdammt. Damit ich hier die Felder nutzen kann. Das war eigentlich mein Plan. Liegt hier irgendwer? Ich würde das hier gerne auseinandernehmen und dann sagen, komm, das ist mein Haus. Mit beliebiger Axt abreißen. Freunde, das ist mein Haus. Dankeschön, Freunde. Das steht mir noch ein bisschen zu sehr im Weg hier. So, das heißt, ich baue mir hier ein schickes Häuslein hin. Da habe ich ja eine schöne Aussicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Menü öffnen. Einfach Dorfbauwerke. Schuppen. Wachturm. Tore. Handelsgebäude. Brunnen. Landwirtschaft. Ich will ein kleines Häuslein haben. Einfache Bauwerke. Zelt. Nein. Haus. Brauche Haus. Gebäude. Wohngebäude. Kleines Haus. Standardhaus. Noch nicht freigeschaltet. Dann nehme ich mir ein kleines Haus. So. Warum nicht? Wie ich das hasse, ne? Freunde, wie ich das hasse. Kann ich das nebenbei sammeln? Hier geht das. Ah, dann wohne ich halt jetzt hier. Nicht genügend Materialien. Ich brauche Holzstämme. Okay. Dann müssen wir uns erstmal wieder ein paar Holzstämme besorgen. Das heißt, wir brauchen gleich 100 pro wieder eine neue Axt. Und deshalb werde ich hier diesen ganzen Mist erstmal direkt beiseite packen. So. Der steht nämlich vollkommen im Weg. So. Mein Hütchen, ja, das kommt ja hier hin.
Und dementsprechend würde ich jetzt direkt erstmal anfangen, noch andere Sachen hierhin zu basteln, die uns vielleicht helfen können. Lagerfeuer mit Kochpot, das wäre ein Kochpot, habe ich nicht. Behältnis, persönliche Aufbewahrungsmöglichkeit brauchen wir eigentlich noch nicht. Kistenfalle für Hasen. Das wäre schon geil. Bretter, Steine, Holzstamm. Das basteln wir uns dann irgendwann anders. Aber wir packen uns hier erstmal ein kleines Lagerfeuerchen hin. Das brauchen wir auch. So. Gut. Und dann machen wir uns jetzt erstmal wieder an unser kleines Häuslein. Das sind die Spinnenlilien, ne? Ich meine ja, ich finde die so hübsch. Gehört das zum Meer hier oder ist das ein See? Egal was, es ist toll, das gefällt mir. Kann ich hier, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Nein, ich will keine Fackel. Okay, hier kann ich nichts trinken. Was das Wasser angeht, ne? Da müssen wir echt gucken, wie wir das machen. Warte, halt, stopp, hier war was. Ach, das war ein Stein. Es war nur ein Stein, Freunde. Traurig, aber wahr. Oder so ähnlich. Hier ist es halt auch hübsch. Hier ist es super hübsch. Okay, gut. Ich muss mal Bäume fällen. Meine Axt ist kaputt. Ist ja mal was ganz Neues. Ich brauche mehr Äxte im Inventar. Das ist eine Sache, die ich damals gelernt habe, die ich auch jetzt wieder lerne. Äxte sind notwendig. Den einen wegkickt, dann würde ich hier den zweiten wegnehmen. Einfach damit es nicht alles so auf einem Fleck weg ist. Weil wir haben ja hier schon genügend Freifläche, wo das alte Dorf mal stand. So, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die Rinde wegnehmen müssen oder nicht. Ich wette übrigens, uns fehlt genau ein Ding. Ich hoffe, wir können hier Reis anbauen oder so. Das sieht nämlich so ein bisschen modrig aus hier. Verbrannter Baum, ja, das ist halt auch irgendwie traurig. Aber damit haben wir Holzkohle. Das ist auch was Schickes. Was ist das? Achso, der Baumstamm. Wow. Ich bin ein Held, Freunde. Ich bin ein Held. Ich hoffe so an sich, dass es euch bis jetzt gefällt. Aber ja, es ist halt ein Neuanfang, ne? Es wird dauern, oh Gott, und es ruckelt gerade ein bisschen. Es wird ein bisschen dauern, bis wir das alles hinkriegen, aber ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gehypt vor allen Dingen. Ich habe das im Vorbeifliegen, das Spiel entdeckt. Und dachte tatsächlich, es wäre sowas wie Ghost of Tsushima. Und wollte sagen, hey Olli, das musst du spielen. Und dann habe ich festgestellt, dem war nicht so. Und er meinte so, nee, das ist von den Machern von Medieval Dynasty, das ist eher was für dich. Und ich gucke und denke mir so, oh mein Gott, das Setting ist so geil, das will ich unbedingt spielen. Ja, und dann war es so. Also, ich frage mich, ach so, das ist wegen den Stöckern, die ich schon alle gesammelt habe. Okay, dafür brauche ich überall Stöcker. Perfekt. Nicht genügend Materialien.
Nein, ich brauche ein Brett. Okay, wir brauchen ein paar Bretter. Okay, und wir haben keine Dingens mehr. Das ist in Ordnung, damit komme ich klar. Okay, dadurch erhalten wir ein paar Bretter. Das ist schon mal gut. Dann ist das super, dass wir das alles abreißen können. Dann brauche ich nämlich nicht so viele Bäume umklatschen. Meine Steinaxt ist zerstört. Das ist ganz schön traurig. Nicht genügend Material. Nein, ich brauche Bretter! Gut, ich brauche noch ganz viele Bretter. Ist jetzt gerade auch mein Hammer wieder kaputt gegangen? Hammer? Bist du... Warte mal, ich muss mal hier raus. Hammer? Hammer kaputti, Steinaxt kaputti. Okay. Gut, passiert. Die lassen wir erstmal fallen. Dann machen wir uns da erstmal Bretter aus, ne? Damit komme ich klar. Ja. Das machte ich mit der... Ach nee, ich musste da ja erstmal mit dem Hammer draufhauen. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Okay. Handarbeit. Hammer brauchten wir einen Holzstamm. So, das heißt, einen nehmen wir uns. Machen uns einen Hammer. So, den Hammer setzen wir uns auf die 3. Die Steinaxt wieder auf die 1. So. Dann brauchte ich die 2. Und da noch. Und dann muss ich wieder auf die 3. Nein! Uns fehlt genau ein Brett. Wie traurig ist das denn? Gut. Aber wir haben ja noch eine Axt, ne? Wir können ja hier noch Häuser wegnehmen. Da kriegen wir garantiert noch ein Brett. Oh, vor allen Dingen Kohle kriegen wir. Und genau ein Brett. Ey, wie schön ist das denn? Baue ein Dach. Was brauchen wir dafür? Holzstämme, Bretter, Steine. Freunde, ich glaube, wir ziehen erstmal durch dieses Dorf und finden alles, was nicht niet- und nagelfest ist und eignen uns das an. Ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Weil kaputt ist es eh. Wir müssen das eh irgendwann wegräumen, also können wir das auch direkt machen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. Und wir müssen vor allen Dingen irgendwann mal essen. Das wird schwierig. Ich würde halt gerne erst unser Haus fertig haben. So, ein bisschen was haben wir. Ich habe Federn in der Tasche. Wo habe ich denn die her? Gebratener Fisch. Oh, den essen wir auch gleich mal. Why not? Was ich hier gerade sehe, wir haben keine Wasseranzeige. Wir müssen also gar nicht trinken, Freunde. Was ist hier gerade passiert? Ich habe dieses komische Geräusch gehört. Jetzt so, da haben wir schon ein paar Bretter. So, 4 Steine, 2 Holzstämme und ein paar Bretter.
Dann haben wir das auch. Hier brauchen wir überall die Spitzhacke für. Ich glaube, es wäre tatsächlich einfacher, wenn wir die hätten. Die Spitzhacke. Drei Steine und drei Stöcker. Drei Stöcker haben wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch drei Steine. Eins, zwei. Es hat wieder dieses Pfff gemacht. Ich habe gerade ein Nest gefunden. Was war das für ein Nest? Ich bin gerade über irgendein Nest gestolpert. Da müssen wir gleich nochmal angucken hier. Was war das denn? Krähennest. Freunde, wir sammeln Eier ein. Ich habe ein Nest eingesammelt. Es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, es hier zu lassen. Liebe Chrysantheme. Was können wir damit machen? Wahrscheinlich Heilkräuter. Würde ich jetzt schätzen, aber ich weiß es halt nicht. Was habe ich denn gesagt? Ich wollte jetzt erstmal eine Spitzhacke herstellen. Die wollte ich mir dann auf die 6 packen. Los Sexos Grandos. Dann wollte ich hier die Steine ein bisschen abkloppen. So, dann habe ich nämlich schon ein paar Steine und kann sie hier verarbeiten. Da fehlen noch zwei Holzstämme und zwei Bretter. Gut. Ja, ich weiß, es wird wieder ein bisschen dunkel. Das regeln wir gleich alles, Freunde. Ich brauche bloß erstmal mein Haus. Wie hübsch das da ist. Oh, Leute. Oh Gott. Das ist halt wirklich super hübsch. Ist meine Axt gerade Huppe gegangen? Schon wieder. Freunde, wenn ich eins kann, dann ist es Äxte kaputt machen. Warte mal, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich muss da lang. So, mein kleines Häuslein hier. So. So, dann fehlen noch die zwei Bretter. Dafür brauche ich aber wieder eine neue Axt. Wer hätte es gedacht? Boah, Leute. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, was die Äxte angeht. Gut. Wir brauchen wirklich ein paar Äxte im Inventar. Sonst fein ich. So, die müssen wir fallen lassen. Dann müssen wir da einmal drauf rumklöppeln. Und dann müssen wir da drauf rumklöppeln. Dann machen wir das. Und klong, klong. Baue die notwendige Einrichtung für dein Haus. Oh. Iori-Herd. Den können wir schon... Oh, dann hätte ich das Ding gar nicht... Okay, da brauchen wir noch ein paar Steine. Und Stroh. Oh, Stroh. Hohoho, ho, ho. Stroh. Stroh, hohoho. Ho, ho. Das ist ganz schön dunkel hier. Ich glaube, wir müssen heute wieder bei unserer guten Freundin pennen. Oder... Hier war doch noch irgendwer. Irgendwer hatte doch hier einen Schlaf. Verdammt, die schläft da selbst drin. Verdammt. Okay, wir gehen nochmal zu unserer Freundin. Die am Arsch der Welt lebt. Schlafen einfach bei ihr. Und dann... verbrannter Zaun. Ich habe einen verbrannten Zaun gefunden, Freunde. Ich habe ihn zwar nicht mal gesehen, aber der war da. Hier ist der Fischer. Hallo, Mr. Fischer. So.
Gut, also das ist unsere Freundin. Wie gesagt, wir pennen jetzt erstmal ein Ründchen bei ihr. Hallo. Nein, ich wollte dein Zelt nicht verschieben. Ich wollte schlafen. Woanders kann ich ja nicht schlafen. Jahreszeiten? Oh nein. Sachen nicht. Die Jahreszeit hat sich jetzt geändert, ne? Ey, wenn ich für dich vorher noch ein Haus bauen muss, ne, dann weine ich jetzt schon. Ich schwör's dir. Dann weine ich ganz gewaltig. Aber ganz gut, dass wir hier sind. Ich brauche nämlich ganz viele Steine. Und Stroh. Aber was das Stroh angeht, müssen wir gleich mal gucken. Da weiß ich nämlich nicht, ob das hier als Stroh zählt. Ich kann mir das nämlich irgendwie nicht ganz so vorstellen. Aber warte mal. Getrocknet werden, Stapel aufteilen, fallen lassen. Wie trockne ich die? Das müssen wir noch herausfinden. Autosave. Danke für den Autosave. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ruckelt. Wahrscheinlich wegen dem Autosave gerade. Eine Sache, die wir jetzt gerade. Befreie mich, respawn? Achso. Wir speichern einfach mal. Denn ich habe die Befürchtung, dass es sonst die ganze Zeit weiter ruckelt. Weil es ist ja oftmals so, also ich habe das zumindest bei Sims ziemlich häufig, dass wenn du irgendwelche Autosaves machst, dass er sich dann irgendwann so ein bisschen festbuggt. Und gerade bei Spielen, die ja noch nicht so weit entwickelt sind, wie zum Beispiel hier, einfach weil es Early Access ist, kann ich mir vorstellen, dass das genauso funktioniert. But I don't know. Aber Freunde, ich will mein Haus fertig kriegen. Ich muss gleich echt mal gucken, wie wir das hier mit den Steinen machen. Mit den Steinen, mit dem Stroh. Kochen. Grobewurzeln, ja, das können wir erstmal machen. Eier können wir auch. Gebäude verschieben? Nee. Ja, nicht genügend Materialien. Ist korrekt. Aber wie komme ich denn dahin? Da kann ich ja halt auch nur kochen. Ah! Ey, Alter, was machst du in meinem Haus? Please, no. Wie kommt die denn in mein Haus? Stapel aufteilen. Allgemein Lager gelagert werden. Eine Grünpflanze, die zu Stroh getrocknet werden können. Aber wie? Wie mache ich das? So, erstmal essen und das. Oh, erstmal essen. Eier bringen gut was. Ich bräuchte eine Hilfe. Please. Helfen Sie mir. I need to know. Bonus freischalten. Verkäufer, du bist Händler geworden. Handwerker. Effizienter Handwerker. Herstellungs. Oh. Schlägen zu fallen. Bonus. Holzfäller. Ich glaube, wir machen erstmal die Herstellungszeit. Okay. Ach, wir können einfach ganz viele gerade. Was ist das? Weg des Mönchs? Da müssen wir irgendwann mal gucken.
schalten wir einfach falscher. Einkaufspreise besser. Verkäufer. Ich glaube, wir werden erstmal verkaufen, wenn wir irgendwas haben. Gut. Ich weiß jetzt trotzdem noch nicht, wie ich das Stroh trockne. Das wüsste ich gerne. Die Frage ist, ob das halt einfach trocknet, wenn es weiter in unserem Lager ist. Oder ob wir dafür vielleicht 3 okay. Dekorationsgegenstände, Einrichtung, Produktionsstätte einrichten, Haus einrichten, Betten, Bambusrohrpodest, den Herd. Nee. Meine Spezialstandard ist aber noch verschlossen, kann ich also gar nicht. Dafür brauche ich auch Stroh. An Stroh komme ich noch nicht dran, zumindest nicht so. Verteidigungsanlage, Holzfackel. Ich glaube, Freunde, wir müssen uns irgendwie Stroh beschaffen. Ob ich will oder nicht, ich muss irgendwo hin und Stroh finden. Weil ich weiß nicht, wie ich das trocknen kann. Baustelle für eine kleine Brücke entdeckt. Hohes Gras. Tand oder Katana? Wir sammeln das einfach mal ein. Hier das für die Brücke? Ich glaube ja. Ach nee, da hinten kann das sein. Das da. Oh, das wird einfach zu normalem Gras zugefügt. Ich weiß doch nicht, wie ich das mache. Verdammte Kacke. Aber die Eier, die sammeln wir ein. Glaube ich, gar nicht schlecht. Wir brauchen Stroh. Warte mal, habe ich davon das letzte Mal Stroh gekriegt? Federn erhalten, Stöcke erhalten. Gut, ich habe keine Ahnung, wie wir da Stroh kriegen. Aber wie wir Stroh kriegen, ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Warte mal. Darf ich da gar nicht dran? Oder was ist hier Fakt? Fakt ist, ich kann einen Stein nehmen. Okay, aber die Brücke ist noch gesperrt. Spezialprojekt. Okay, warte mal. Die einfach mittendrin Steine sind, okay. Bei Abschluss wird die Brücke. Bei Abschluss wird die Brücke wiederhergestellt und eine Dynastielegende Stuke steift. Erreiche ein Spezialprojekt. Errichte eine Spezialprojektwerkstatt. Einfache Bauwerkschema. Wird mit Fortschritt der Hauptquest freigeschaltet. In der Nähe, um mit dem Baum. Mit dem Baum zu beginnen. Mit dem Bauen vielleicht, aber nicht mit dem Baum. Also ein paar Übersetzungsfehler sind auch noch drin, Freunde. Aber da, wie gesagt, das ist erst vor kurzem rausgekommen. Braucht man auf jeden Fall nicht zu meckern. Vor allen Dingen dafür, dass das so gut aussieht. Ich will das nochmal, also die Menschen, die verhalten sich immer noch so ein bisschen komisch. Du kannst du mir verraten? Boah, hat die viel Scheiße in ihrem Haus, ne? Also schicke Scheiße, aber ich will ihre Sachen nicht durchsuchen, sonst ich find's mir nicht mit der Priesterin verscherzen.
Was ist deine Aufgabe? Gibt es hier noch andere Dörfer? Ich halte mir. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin die Schreindienerin hier. Ich diene Inari, der Göttin des Wohlstandes und der reichen Ernte. Ich war auf dem Schiff, das hier in der Nähe gesunken ist. Ein paar von uns haben überlebt. Ich weiß. Ich habe von dir und den anderen Überlebenden gehört. Ich hoffe, ihr werdet hier finden, nach was ihr sucht. Ich hatte auf ein neues Leben im Königreich der Bauern gehofft. Das ist wahr. Wir machen schwere Zeiten durch, umso mehr Grund zu Inari zu beten. Okay, ich halte dich nicht weiter von deinen Pflichten ab. Inari wartet unsere stete Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen guten Tag. Schließen. Okay, Shio, hallo? Shiyome. Okay. Gut, Bambus. Ich klaue hier ein bisschen Bambus. Ich weiß, sollten wir nicht tun. Aber ich glaube, wir werden Bambus noch brauchen. So. Was wir aber viel, viel mehr brauchen, ist eigentlich immer noch Stroh. Wir werden uns um das Stroh kümmern, aber das dann wirklich erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.